wo ihnen die Werner-Gruppe tagtäglich begegnet? Als Partner in den Bereichen Bau, Höhenzugangstechnik und industrielle Lackierung sind die Unternehmen der Gruppe präsenter als sie denken. Die Belegschaft besteht aus ca. 1300 Mitarbeitern, wobei 1000 aus der Region Fulda beschäftigt sind. Mein Name ist Rainer Gresnig, ich bin in der Gerüstbauabteilung der Firma Wemotec als Bauleiter tätig und im achten Jahr im Unternehmen. Die größte Besonderheit der Wemo ist im Umkreis, dass sie so gut aufgestellt ist mit ihren drei Sparten Gerüstbau, Hebebühnenvermietung und Brückenuntersichtgeräte. Ja, die Architektur ist schon heute teilweise speziell. Dafür ist ein gewisses Know-how erforderlich und natürlich, es muss alles viel schneller gehen heutzutage. Dafür ist Systemgerüsttechnik und die Höhenzugangstechnik per Arbeitsbühne natürlich sehr sinnvoll. Mein Name ist Frank Hillenbrand, ich bin Abteilungsleiter der Abteilung Putz, Stuck, Malerei und bin seit 15 Jahren im Unternehmen Damian Werner beschäftigt. Damian Werner ist das Urunternehmen, aus dem haben sich im Laufe der Zeit alle Unternehmen der Werner-Gruppe entwickelt. Zu den Baufirmen der Werner-Gruppe gehört die Entox, die sich um die Entsorgung toxischer Baustoffe kümmert. Auch die Fuchs und Gierke, Spezialist für Restaurierungen und die EPOWIT, die Bodenbeschichtungen ausführt. Das Besondere an meinem Job ist auf jeden Fall die Vielfältigkeit, also die Mannigfaltigkeit der Aufgaben. Einmal die Angebotskalkulation zum Beispiel, die verschiedenen Kundentermine, die Mitarbeiterführung, die Einstellung von Mitarbeitern, Ausbildung von Mitarbeitern. Es gibt in meinem Job eigentlich keine Routine. Also wenn ich mir fertige Projekte betrachte und die Jungs haben einwandfreie Arbeit geleistet, dann macht es mich schon stolz. Mein Name ist Lisa Böhm, ich arbeite als Teamleitung des Customer Service. Ich bin mittlerweile seit fast 10 Jahren bei TechLag und bevor ich die Teamleitungsfunktion übernommen habe, war ich 7 Jahre im Projektmanagement tätig. TechLag ist ein Spezialist für lackierte Kunststoffoberflächen. Wir beliefern die Automobilzulieferindustrie mit Innen- und Außenteilen von Fahrzeugen. Wir lackieren ein ganz breit gefächertes Artikelspektrum von kleineren Bauteilen wie Türaußengriffen oder Tankklappen bis hin zur Seitenschutzleiste oder Stoßfängern und das meiste davon im Volumengeschäft.